So, wir kommen jetzt zur zweiten Ausgabe und wir werden ein paar Packs öffnen, ja? Und dazu muss ich auch noch sagen, wir werden das Ganze nicht im Videoform machen. Ich habe mir gedacht, ich werde eine Stream Ultimate Team Serie machen. Und das war jetzt eben die letzte Folge, wo ich noch die Packs eben aufmache als kleines Spezial. Wir schauen, wen haben wir? Mr. oder Mr. Master Renato Augusto. Ba, 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 ba. Ja, hätte ich mir auch was Besseres vorgestellt. Aber egal, alles mal rein. Wir schauen uns das dann durch. Wen haben wir hier? Im Nehmerpack. Ein Brasilianer. Ino Verlag, da wird Loot. Nein, ist es nicht, aber das ist Felipe. Wir könnten wirklich ein Brasilianer-Team machen, eigentlich. Oh, weil wir haben Dante auch noch. Jimenez, sweet. Verstehe. Schauen wir, was kommt jetzt. Pole. Innenverteidiger Kick. Sehr schön. Auch ein guter Spieler. So, Mitrovic haben wir unter anderem gezogen. Oh, ein bisschen unterbewertet, finde ich. Aber ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Na gut. Weiter geht es. Ja, französische Liga. Ich hatte mir schon ein paar Ideen. Ich werde das dann. Und Marcano. Ah, ist Roma. Wir kriegen jetzt fast nur Innenverteidiger. Oh. Goldman, Goldman. Dann haben wir gute Karten wieder gezogen. Wieder alles mal in der Becke. Und wir werden die nächste ziehen. Ja, unsere Bilanz ist nicht so gut, möchte ich bis jetzt sagen. Das eine Spiel haben wir zwar gewonnen, aber bis jetzt habe ich alles verloren. Außer dieses Einzelspiel, aber das ist ja auf Amateur, das zeichne ich nicht. Eine Didi. Wir ziehen relativ gute Karten für unser Premier League Team, allerdings nicht für unser Dings-Team. Italien, ZM, Machisio, nein, es ist etwas gewollt. Oh, Cino! Der ist sicher eine Bereicherung für uns auf jeden Fall. Ja, ich werde mir das dann selber raussuchen mit den Packets und so, mein Team und hab gerne einen Transfermarkt, die ich nicht brauche. Es ist Rondon! Eigentlich schwach, 77 als stärkste Karte zu kriegen. Egal, Bluder, sage ich nur. Wir werden aber noch ein paar Packs aufmachen. Ich würde sagen, vier machen wir dann noch auf. Schindler, das ist auch toll, 78 stärkste Karte. Na gut, dann weiter geht's. Unala. Mahat ist bei Ajax Unana. Oder machen einfach, bis wir keine Points machen. So machen wir das. Telefon. Auch.
Starke Karte, Martial. Ja, das ist gut, was wert, nämlich am Markt auch. Oh, sorry. Es ist verrät. Gut, vorletztes Pack. Mit Martial schon einen guten Spieler gezogen. Das letzte Pack, was kann es bedeuten? Ich habe übrigens meinen Fan rein, das haben auch schon geändert, falls ihr das gesehen habt. Leverkusen schon mal gut, Bender. So, dann werden wir das nämlich jetzt angehen und zwar bei meinen Teams und zwar nicht das Bundesliga-Team, sondern das. Können wir hier löschen? Das Pariser C-Team ist. Ich habe da schon ein Premier League-Team. Aber wir werden das jetzt kurz mal mit dem Assistenten machen, denn ich habe mir da was überlegt. Gut, so wird das Ganze aussehen. Wo spielst Jimenez? Wir haben da zum Beispiel jetzt dann. Barnes hebe ich mir zum Beispiel auf. Möchte ich mal aber ehrlich gesagt auch aufheben, Mitrovic. Okay, das war vielleicht nicht eine gute Idee, aber wurscht. Dich brauche ich sicher nicht, sondern. So. Wow, das ist hart. Da fehlt mir wirklich sehr viel eigentlich. Ach, gut, ja, okay. Also das, dieser Weg wird kein leichter sein noch beim Bundesliga-Team, aber ist egal. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann rein. Ciao.